Und da haben wir gerade nur eine Meldung aus Obwalden. Im Hauptort Sarne hat man heute über das Budget 2013 abgestimmt. Das Volk hat das Budget, das mit einem Minus von 1,5 Millionen Franken rechnet, mit gut 56% Ja-Stimmen angenommen. Haben Sie sich schon mal überlegt, was Sie auf Ihre letzte Reise mitnehmen würden? Genau zu diesem Thema gibt es momentan eine Ausstellung. Über 100 Leute, darunter auch Luzerner Persönlichkeiten, haben ihren letzten Koffer gepackt und stellen den in der St. Karli-Kirche zu Luzern aus. Eine Ausstellung, die zum Nachdenken anregt. In keiner von diesen über 100 Koffern findet man etwas Gleichliches. Jedem ist etwas anderes wichtig, das er möchte dabei haben möchte auf seinem letzten Abenteuer. Wo die einen den halben Hausrat mitnehmen wollen, machen sich andere lieber mit leeren Händen auf den Weg. Der Burkhard Förster ist der Projektleiter dieser Ausstellung, die nach Deutschland jetzt auch das erste Mal in der Schweiz gezeigt wird. Er will die Leute zum Nachdenken anregen. Die Idee ist eigentlich, dazu anzuregen, den Tod nicht zu verdrängen, sondern ins Leben hineinzuholen. Auch mit einem gewissen Augenzwinkern. Es sind also Koffer dabei, die sehr persönlich, sehr berührend sind. Es sind aber auch Koffer dabei, die das Thema Tod, Sterben, Abschied auf eine humorvolle Art beleuchten. Unter die Aussteller hat sich auch der Luzerner Regierungspräsident Guido Graf gemischt. In seine Koffer hat er ein Apero eingepackt. Das, weil er viel Wert auf Gastfreundschaft legt. Das ist ein biblisches Symbol, bedeutet Gastfreundschaft. Und ich selber bis jetzt habe einige gute Gespräche erlebt, bei einem Aperol-Spritz oder bei einem guten Glas Wein. Und so auch tiefgründige Gespräche, wo wir etwas gebracht haben. Neben der Ausstellung kann man sich aber auch noch über andere Sachen informieren, die mit dem Thema Sterben zu tun haben. Die Idee ist, dass neben den 100 Koffern, die hier ausgestellt werden, mit Erläuterungen, die man lesen, aber auch hören kann zum Teil, auch noch Organisationen vorfindet, die mit dem Thema Tod zu tun haben, Palliativcare, Sterbebegleitung, die auch ihr Angebot hier ausstellen. Die Ausstellung in der St. Karli-Kirche zu Luzern kann man noch bis am 20. Januar anschauen. Dort kann man sich inspirieren und sich Zeit nehmen, um zu überlegen, was man denn selber auf die letzte Reise mitnehmen möchte.